In diesem Video geht es um das Clumpsche Gesetz. Und das Clumpsche Gesetz beschreibt jetzt die elektrisch anziehenden oder abstoßenden Kräfte zwischen Ladungen. Und jetzt geht man im Standardfall davon aus, dass man zwei Ladungen hat, wie zum Beispiel hier eine Positivladung Q1, eine Negativladung Q2. Also Ladungen sind immer entweder positiv oder negativ. Und jetzt ist es so, haben wir zwei ungleichnamige Ladungen, also Plus und Minus. Dann ziehen sich die Ladung an. Also die Ladung würde sich jetzt anziehen. Das heißt, wir haben jetzt anziehende Kräfte und haben wir zwei ungleichnamige Ladungen, also oder haben wir zwei gleichnamige Ladungen, also Plus und Plus oder Minus und Minus, dann stoßen sich die Ladung ab und dann haben wir abstoßende Kräfte. Und diese Kräfte, die können wir jetzt mit der wesentlichen Formel des Clumpschen Gesetzes berechnen. Und zwar ist jetzt F gleich 1 durch 4pi Epsilon 0 mal Epsilon R mal Q1 mal Q2 durch R². Und jetzt, wenn wir uns mal die Formel ein bisschen angucken, uns die einzelnen Größen angucken, sehen wir jetzt hier das R, das ist jetzt die Entfernung zwischen den beiden Ladungen. Also wir dann hier, das wäre der Abstand R. Und wir sehen jetzt an der Formel, dieser Abstand ist jetzt quadratisch. Heißt, dass die Kraft jetzt quadratisch vom Abstand abhängt. Und jetzt können wir auch sehen, je größer R, desto kleiner F. Und jetzt durch die quadratische Abhängigkeit bedeutet das, dass wenn ich jetzt zum Beispiel den Abstand der Ladung verdopple, die Kraft um ein Viertel, die Kraft nur ein Viertel ist. Oder wenn ich den Abstand verdreifache, dann ist die Kraft nur ein Neuntel. Eben wegen der quadratischen Abhängigkeit kann ich mir vorstellen, wenn ich jetzt hier Abstand verdoppel, habe ich hier 2r zum Quadrat stehen. 2r zum Quadrat ist dann 4r². Dann habe ich auf einmal statt 1r² eine 4r², weil sich die zwei quadrieren. Und deswegen, das ist so wichtig, dass man sich jetzt merken muss, die quadratische Abhängigkeit, doppelter Abstand, Viertel der Kraft. Und dann dementsprechend ist dann auch die Kraft halt proportional zu 1 zu r². Jetzt, was ist noch abhängig? Wir sehen Q1 mal Q2. Das heißt, je größer die Ladung Q1 und Q2, desto größer auch die Kraft. Das ist, denke ich mal, ganz logisch. Und ja, das ist dann auch linearer Zusammenhang, also hier kein Quadrat. Dann ist das jetzt ein konstanter Ausdruck. Wenn wir uns das angucken, Epsilon 0 ist eine Dielektrizitätskonstante. Ist ungefähr 8,85 mal 10 hoch minus 12, ist eine Konstante, die immer dabei ist. ER, Epsilon R ist dann jetzt eine optionale Dielektrizitätskonstante, wenn wir jetzt noch ein Dielektrikum einfügen. Und zwar, wenn wir jetzt Vakuum haben zwischen den Ladungen, dann hätten wir kein Epsilon R, aber hätten wir zum Beispiel Wasser, wo sich jetzt die beiden Ladungen befinden, oder hätten wir Öl, wo sich die beiden Ladungen befinden, dann hätten wir zum Beispiel zum Öl ein Dielektrikum. Das Öl hätte jetzt eine Dielektrizitätskonstanz Epsilon R. Und jetzt können wir uns auch vorstellen, hätten wir Öl hier drin, dann würde die Kraft geringer werden. Und das würde dann auch in der Formel hier eine Rolle spielen. Öl hätte jetzt ein Epsilon R von größer als 1. Und dann sehen wir, wenn hier dann der Nenner größer wird, wird die Kraft kleiner. Ist dann mathematisch berücksichtigt. Und dann jetzt noch die 4pi. Dadurch, dass jetzt die Ladung von der Geometrie, haben eine Kugelgeometrie, deswegen, das, ich will jetzt nicht tiefer das erklären, aber wegen der Kugelgeometrie der Ladung, kommt dann halt noch das 4pi ins Spiel. Deswegen das dann die Punkte für die Kraft. Jetzt noch eine andere Sache, haben wir jetzt, oder betrachten wir jetzt mal eine einzelne Ladung, dann gibt jetzt eine einzelne Punktladung ein radiales, inhomogenes Feld, geht davon aus, und jetzt radial, weil jetzt wenn wir eine runde Kugel quasi, Kugelladung, oder also Punktladung ist ja Kugelform, und dann geht jetzt in jeder Richtung, von jeder Richtung kommen jetzt Feldlinien, und dann haben wir dementsprechend, können wir uns vorstellen, haben wir jetzt hier so radiale Feldlinien, die sich ergeben, oder radiales Feld, das sich ergibt, und inhomogen, weil die Feldlinien nicht parallel sind, wie zum Beispiel Plattenkondensator. Beim Kondensator haben wir jetzt hier ein homogenes Feld, überall parallele Feldlinien. Hier halt nicht, deswegen inhomogen. Und ja, das war jetzt so die Grundtheorie. Jetzt noch eine Aufgabe dazu. Wir haben jetzt mal zwei Ladungen. Eine Ladung von 2 Coulomb, eine Probeladung, klein q, von 2 mal 10 hoch minus 9 Coulomb. Und der Abstand ist jetzt 0,2 Meter. Und das ist auch noch eine kleine Sache.
Also oft betrachtet man jetzt eine erzeugende Ladung und eine Probeladung. Und dann ist die Probeladung immer gekennzeichnet, typischerweise mit klein Q. Das heißt, hier eine felderzeugende Ladung, die schon drin ist, die schon da ist quasi, und jetzt eine Probeladung, die wir hinzugeben. Deswegen, das nennen wir das klein Q. Und aber im Wesentlichen von der Berechnungsweise dann halt so, dass wir dann einfach statt einem Groß Q einfach noch ein klein Q einsetzen. Jetzt berechne die Coulombkraft, also einfach die Formel 1 durch 4 Pi mal Epsilon 0, kein Epsilon R, weil wir haben jetzt, betrachten jetzt einfach ganz normal entweder Luft oder Vakuum. Dann hier nach der Formel die Ladung eingesetzt, 2 Coulomb mal 2 mal 10 hoch minus 9 Coulomb durch 0,2 Meter zum Quadrat ergibt dann eine Kraft von 898,76 Newton. Das wäre jetzt so eine ganz typische Rechnung. Und jetzt zum Schluss nochmal zwei Details noch. Und zwar, das Ganze haben wir jetzt nicht vektoriell dargestellt. Und jetzt kann ich vielleicht mal kurz zeigen, wenn wir jetzt mehr als zwei Ladungen haben, zum Beispiel, wir haben jetzt mal hier Q1, Q2, dann hier eine dritte Ladung, Q3, hier eine Probeladung, klein Q. Und dann, wenn wir jetzt die Coulombkräfte betrachten würden, auf diese Probeladung betrachten würden, dann können wir uns vorstellen, dass jetzt überall hier Kräfte wirken. Und dann sehen wir, alle Ladungen hätten jetzt verschiedene Richtungen, mit der sie jetzt auf die Probeladung wirken. Und dann können wir jetzt nicht mehr so einfach hier diese Formel nehmen, weil dann müssen wir jetzt noch die Richtung berücksichtigen. Und das ist eben die Sache jetzt auch auf Uni-Niveau, wenn es ein bisschen komplexer wird, dann müssen wir mal Vektoren betrachten. Das heißt, dann haben wir kein F einfach, sondern dann betrachten wir ein F hier, ein Kraftvektor. Und dann sieht die Formel ein bisschen anders aus. Dann haben wir hier noch am Ende immer noch so ein E. Vektor zwischen den Ladungen Q und Q, der halt dann die Richtung angibt. Zum Beispiel hier wäre dann der Vektor zwischen Q3 und Q halt in dieser Richtung. Das heißt, da wird dann halt noch die Richtung entscheidend. Und dann teilweise spielt es auch eine Rolle in der Formel, dass man, das geht schon weiter in die Materie. Deswegen das noch eine Sache, vektorelle Darstellung auf höherem Niveau, besonders wenn man mehr Ladung hat. Das ist noch eine letzte Sache dazu. Und ja, das war's dann damit zu diesem Video.